Der Nächste, der verschießt, ist raus. Macht er die Sensation perfekt? Er macht's! Ja, es war eine kleine Sensation und ein großer Pokalabend. Der Drittligist Sportfreunde Lotte schlägt den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Was ist das Geheimnis von Lotte? Ich glaube, diese Mannschaft kann einen Busfahrer trainieren, die will so wieder Vollkampf haben. So gut sind die. Nicht nur das, es gibt auch einen Pizzabäcker, der die Mannschaft verwöhnt. Fans, die ihre Spieler persönlich kennen. Und einen Vorsitzenden, der auch schon mal mit anpackt. Die Geschichte hätte besser nicht geschrieben werden können. Hier beginnt unsere Geschichte. In der Pizzeria von Haki Hamidanolu, kurz vor dem Pokalfight. Auch ein paar Spieler schauen wenige Stunden vor dem Anpfiff vorbei. Wie vor jedem Spiel stärken sie sich noch mit einem Teller Nudeln. Darunter auch Torwart Benedikt Fernandes. Diese Chance, die wir nicht haben eigentlich, ne, die können wir vielleicht jetzt nutzen. Noch sind alle entspannt. Auch Lotte-Fan Haki. Ich freue mich auf heute Abend. Wenn wir auch gewinnen und auch wenn wir auch verlieren, würde ich ja stolz auf meine Mannschaft sein. Natürlich werden gleich alle in der Pizzeria das Spiel gucken. Und langsam steigt die Anspannung. Ich bin schon ein bisschen nervös. Haki ist so der Ruhepol. Ich bin eher so diejenige, die da ein bisschen nervöser wird. Aber ich hoffe, dass alles gut klappt und wir vielleicht Leverkusen dann auch noch mal abschießen können. Und dann läuft das Spiel. Der kommt 5 Meter von hinten. So, mach ein bisschen schneller, Mann. Mach ein bisschen schneller. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alex. Alex ist da, Rex frei, der spielt in andere Richtung. Hat er da. Und dann das. Beim Stand von 1:1 fliegt ein Spieler von Lotte vom Platz. Noch blöder kann man nicht sein, oder? Siehst du den Gegner von hinten, egal wo, gelb-rot, verdient, Idiot. Es kommt noch schlimmer. Leverkusen geht mit 2:1 in Führung. Mein Gott! Und dann jetzt haben wir den Spiel verloren. Mit 10 Mann kannst du nicht lange mithalten. Was willst du machen? Während Haki noch die nächste Bestellung aufnimmt, fällt der überraschende Ausgleich in Unterzahl. Und dann das alles entscheidende Elfmeterschießen. Komm, Bene, Bene. Julian Baumgartlinger, Fernandes! Ja! Bene hält. Und jetzt muss Lotte noch einmal treffen. Bitte! Der Underdog aus Lotte schießt Leverkusen aus dem DFB-Pokal. Was habe ich gesagt? Mit 10 Mann. Unfassbar. Unglaublich. Unglaublich. Irgendwie liegt er auch 3 Tage später noch in der Luft. Der Sieg gegen die Stars aus Leverkusen. Und dabei geht es am nächsten Tag schon wieder weiter. Platzwart Fred Brandt kümmert sich um den Siegerrasen. In Lotte nehmen die Vereinsvorsitzenden die Dinge selbst in die Hand. Rudi Winkler und Uli Saatkamp hämmern und schrauben. Aber eigentlich träumen sie noch. Ich muss hier dran. So. Willst du dich in der Mitte machen? Nein. Das ist schon sensationell, was hier abläuft. Ja, ja, und heute ist der Alter wieder da. Ist den Krieg. Doch? Ja, ist man hier nicht durch. Ja, dann hau da einen vor, Uli. Nein, das war. Wir waren wieder abgelenkt. Das war wirklich, das war unbeschreiblich. So auch die Atmosphäre hier im Stadion, das unter Flutlicht, dann diese Nebelschwaden, also eine Stimmung, die ich hier in 18 Monaten, seitdem ich hier bei den Sportfreunden bin, so auch noch nie erlebt habe. Unglaublich, unglaublich. Und dann, als dann der letzte Elfmeter verwandelt wurde, ja, da sind alle Dämme gebrochen hier. Ne? Aber auch da Hast du? Wurde noch ein Bier getrunken und dann haben wir uns schon wieder auf die nächsten Aufgaben vorbereitet und die heißen jetzt morgen Fortuna Köln. Ne? Ja, Fortuna Köln ist der nächste Gegner in der dritten Liga. Routine? Nicht ganz. Stolz sind sie hier auf ihre Aufstiegsmannschaft schon lange. Nun hat auch die Welt Lotte und seine Helden entdeckt. Einer von ihnen hat den entscheidenden Elfmeter gehalten. Benedikt Fernandes. Nicht aufs große, sondern auf das mobile Tor. Dann. Ja. Hier ist einfach eine gewisse Nähe gegeben, die noch kein Profitum an sich ist, sage ich mal, ne? Sondern wir spielen Fußball im Profibereich, aber alles drumherum ist wirklich nicht amateurhaft, es ist familiär. Gerade erst aufgestiegen und schon wieder erfolgreich. Was ist hier eigentlich los in Lotte? Der Zaubertrank besteht darin, dass wir hier eigentlich eine große Familie sind. Ja, also es gibt keine Berührungsängste zwischen Mannschaft, zwischen auch der Putzfrau. Ja, hier sind alle irgendwie gleich angesehen und alle ziehen ja an einem Strang. Und diese familiäre Atmosphäre und dieses miteinander arbeiten, das macht einfach unglaublich Spaß. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Erfolges, so ein bisschen. Ja, und jetzt muss ich lügen, 10er. Kurze Pause für die Chefetage. Uli Saatkamp ist seit 1,5 Jahren erster Vorsitzender der Sportfreunde Lotte. Und sowas ist man nicht nebenbei. Das war nicht ganz so leicht, die Familie davon zu überzeugen. Ja, so nach dem Motto, jetzt hast du fast 50 Jahre gearbeitet und weißt du, was du dir da antust. Aber diese Verbundenheit auch zu dem Verein in den Jahren, die war so stark, dass ich relativ schnell zu der Überzeugung gekommen bin, auch nach den Gesprächen im Verein, dass ich diese Aufgabe annehmen werde. Zu Hause, meine Frau war nicht begeistert, das ist so gewesen und ja, ich sag mal so, nach einer Woche Funkstille kam sie dann und sagte, ich merke, wo du würdest es denn auch machen und wenn du denn glaubst, dann mach es auch. Okay, der hat eine ruhige Hand. Herr Saatkamp, wird das hier so dörflich bleiben, auch wenn der Sport weitergeht? Solange ich hier Mitverantwortung trage, ist es mein Wunsch, dass wir ein Verein zum Anfassen bleiben und dass wir hier auch dürfen. Ja, Uli. Werden wir auch so bleiben, wie wir sind. Alles andere wäre gekünstelt und wollen wir auch nicht. Uli? Ja? Und das ist Lotte. Gut 14.000 Menschen leben in der beschaulichen Gemeinde. Im Lotter Laden von Andrea Lienemann trifft sich der ganze Ort. Und hier gibt's nur ein Thema. Bist du denn da gewesen beim Spiel? Nein. Ich habe gerade Urlaub und wir waren in Nordlo. Aber wenn du dann da sitzt und machst den Fernseher an und dann erscheint auf einmal Lotte in den Nachrichten. Lotte, ich denke Lotte. Immer, man hört doch Lotte immer nur Lotte Autobahnkreuz und alles ist dicht. Ja, genau. So. Dankeschön. Ich wollte wieder gefreut, wenn ihr jetzt aus dem DFB-Pokal alle rausgeschmissen. Ich finde das total. 10? Sollen wir weiter so machen? Ciao, bis nächste Woche. Dazu muss man auch sagen, als wir dann diese Osttribüne bauen mussten, um überhaupt in der Liga spielen zu dürfen, ja. Wer da alles mit angepackt hat und ja, dann mit Beton betoniert hat. Und da ist, wie gesagt, nicht nur der Macher, der den Rasen mäht, sondern der kann auch eine Mischmaschine bewegen. Ja. Und das muss man mal einfach so sagen. Es sind auch wirklich Leute, glaube ich, hochgegangen aus freien Stücken. Sind also wirklich aus dem Ort hochgegangen und haben bei den ganzen Baumaßnahmen geholfen bei den Bauarbeiten. Ne? Freiwillig, unentgeltlich. Ne? Also nehme ich Ihnen denn da immer für ab? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht auch Pfarrer Detlef Salomo ist Stammkunde und bekennender Fan. Er tut, was er kann für die Mannschaft. Ich bin im letzten Jahr 3-mal im Stadion gewesen. Und jedes Mal hatte Lotte gewonnen. Und immer war schönes Wetter. Damit ist ja wohl die Frage mit dem Draht nach oben beantwortet. Die sind so gut miteinander jetzt gerade in der Verbindung, dass die also wirklich so viel Power haben, wie in Leverkusen immer halt rauszuschmeißen. Und das finde ich toll, gerade auch mit dieser jungen Mannschaft und deswegen gehen wir da super gerne hin. Man sieht diesen Elan auf diesem Spielfeld, was die für ein Feuer im Arsch haben. Ne? Das ist einfach genial. Ne? Also ich höre natürlich auch viele Stimmen, die sagen, ist das nicht vielleicht für Lotte, für uns eine Nummer zu groß? Mhm. Ja? Und ob wir das auf Dauer halten können. Mhm. Also es gibt Begeisterung, aber es gibt auch Bedenken. Wir sind stolz auf unser Team, Halleluja! Wir Bedenken? Diese Fans haben keine Bedenken. Sie haben Freunde, über die ganz Deutschland spricht. Ja, weißt du, das zweite Mal in meiner Karriere erst. Freunde wie Benedikt Fernandes. Hast du aber gut gemacht. Die Mannschaft kommt mal zu uns hin, die klatschen uns ab. Das machen die größeren Teams nicht und das ist auch ganz toll hier. Ja komm, den hast du. Fernandes im Kasten. Ja, Fernandes. Mann, die Standardsituation, guck mal. Dave finde ich richtig gut auch. Sein Standard. Ja komm, den hast du. Und ich glaube, die sind sehr angeschlagen noch von Dienstag. Ja, aber ich glaube, die schaffen das am Samstag. Ich habe gerade mit Fans hier gesprochen, die hier zugucken. Die machen sich ein bisschen Sorgen, dass die Mannschaft fertig sein könnte von der Schlacht gegen Leverkusen. Das kann natürlich gut sein. Das war natürlich anstrengend vom Körperlichen her. Wir haben jetzt schon öfter gehört, das ist ein Profiverein in einem Dorf. Wo merken Sie denn noch das Dorf? Ja, so, sehen Sie die Maulwürflöcher da? Die ganzen Maulwürflöcher da, den Platz da. Einfach, dass es hier so ruhig ist, dass man, wenn man einkaufen geht, nur, ich glaube, nur Edeka und Aldi hat. Ja, das merkt man schon, diese Ruhe. Bei Haki ist der Alltag wieder eingekehrt. Der Mannschaftskoch hat schon immer an sein Team geglaubt. Letztes Jahr hat keiner gedacht, dass wir den Aufstieg schaffen. Und plötzlich die Freundschaft passt und der Trainer passt, dann schafft man alles. Und wir haben ja auch jetzt nicht so Superstars dabei wie andere Vereine, das war auch ein Vorteil. Sind die alle Menschen und sind die auch so geblieben, Gott sei Dank. Keiner jetzt denkt, okay, Regionalliga und jetzt dritte Liga, muss ich ja nach dem Motto ein paar Millimeter oder ein paar Zentimeter meine Nase Richtung hoch. Aber zum Glück sind die alle auf Boden geblieben und dadurch kommt auch Erfolg. Bei Benedikt, bei Bene ist so, muss ja vor jedem Heimspiel muss er unbedingt hier hinkommen und dann hier eine Portion Nudeln mit Pizzabrötchen essen und er denkt, das bringt immer Glück für den. Heide, Rudi. Ich bin sowieso Fußballfan und ich habe auch selber Fußball gespielt. Und dann ab 2003 habe ich ja angefangen im Lotte zum Arbeiten. Und wenn man auch Fußballfan ist und das irgendwie verbindet sich automatisch. Fußballliebe ist ja dann was Besonderes, was man hat. Daher bin ich seit 2003 Lotte-Fan und auch natürlich Fenerbahce-Fan. Das ist meine erste Liebe und wird auch die mit Lotte zusammen die letzte Liebe bleiben. Benedikt Fernandes und zwei Mannschaftskollegen wollen sich ihren nächsten Pokalgegner 1860 München ansehen. Natürlich in Hakis Pizzeria. Marcel Kaffenberger und Jaroslav Lindner spielen erst seit Saisonbeginn in der Profimannschaft in Lotte. Der eine ist aus Chemnitz, der andere aus Wiesbaden. Und nun die tiefe westfälische Provinz. Man muss natürlich sehen, Lotte ist für uns jetzt nicht der Hauptmittelpunkt, wo wir uns jetzt auch bewegen, wenn wir jetzt mal was essen gehen oder so, weil Lotte ist ja dann nun mal klein. Aber man hat ja Münster und Osnabrück in der Nähe, das sehr schöne Städte sind. Und da wohnt er zum Beispiel in Osnabrück, ich wohne in der Nähe von Münster und wie gesagt, da hat man viele Möglichkeiten, was zu machen. Meine Freundin ist mitgezogen hier. Wir haben eine schöne Wohnung gefunden und bei ihm seine Frau ist sogar mitgezogen mit seiner Tochter und er erwartet jetzt bald Nachwuchs. Also genau. Es ist bald soweit, der nächste Fußballer kommt. Die neue Heimat Lotte. Und wenn die Bundesliga ruft? In unserer Lage gibt es für uns in der dritten Liga keinen besseren Verein wie hier. Aber natürlich, wenn jetzt ein Erstligist kommt, ne? sehr utopisch, aber da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Da muss jeder dann irgendwann auch an sich selber denken. Aber ich glaube, innerhalb dieser Liga, innerhalb dieser Gefilde, in dem wir uns alle bewegen, ne, gibt es für uns nichts Optimaleres, gerade als Sportfreunde Lotte hier mit dieser Mannschaft. Und dann gibt es ja noch den Aberglauben. Wie war das noch mit den Nudeln am Abend vor dem nächsten Spiel? Wenn ich die nicht esse, einmal habe ich was anderes bestellt, dann sagt er so, nein, nein, du musst das essen, weil der Kollege glaubt daran oder hat den Aberglauben, dass es ansonsten am nächsten Tag schief geht. Niemand glaubt am nächsten Morgen, dass hier irgendwas schief gehen könnte. Der Rasen in tadellosem Zustand und weil es nicht geregnet hat, sind auch die Linien noch da. Darüber freut sich niemand mehr als Platzwart Fred Brandt. An Spieltagen wie diesem ist er der erste Mann auf dem Platz. Das war am Morgen des großen Leverkusen-Spiels nicht anders. Was dann kam, war auch für ihn beinahe zu viel. Mein Herz hat es mitgemacht. Also ich habe kein Herzproblem bekommen dadurch. Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie heute? Also ich persönlich rechne mit 2.000, 2.500. Oh. Weil das Wetter gut ist, hoffe ich, dass da eben ein paar mehr Leute kommen. Und weil unter denen, die kommen, auch echte westfälische VIPs sein werden, muss die Turnhalle in der Haupttribüne noch ordentlich schick gemacht werden. Marco Pütz ist zuständig für das Marketing der Sportfreunde Lotte. Nach einem Erfolg wie dem gegen Leverkusen müsste es doch eigentlich in der Kasse klingeln. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Schals und Mützen? Sind die gefragter als vorher, oder? Momentan ist das schon extrem gewachsen. Wir haben seit Mittwoch über 100 Online-Bestellungen bekommen. Das ist für uns schon eine sehr große Anzahl ist, im Gegensatz zu sonst. Das ist schon enorm gewachsen die letzten Tage. Haben Sie denn noch Schals? Ja, schon. Einige sind ausverkauft, aber einen Teil haben wir noch. Ja. Aber für Sie ist so ein Tag ganz schön anstrengend, wie ich gerade, gerade ja. Hier war ein bisschen die Heizung an. Blöderweise, von daher muss ich ein bisschen schwitzen vorher. Klar war die Heizung an. Hier haben nämlich eben noch die Judo-Kinder des Vereins trainiert. Jetzt wird umgeschaltet in den Profimodus. Das gilt auch für Lena Telkmann. Sie ist die Freundin von Lotto-Torwart Benedikt Fernandes und wird gleich hier oben kellnern und mitfiebern. Jetzt sind Sie ja eine richtige Spielerfrau, oder? Nein, so möchte ich ehrlich gesagt nicht betitelt werden. Das ist einfach nur mein Freund und das reicht. Das gefällt mir schon sehr, dass er nicht die ganze Zeit immer irgendwo ja, im Mittelpunkt stehen möchte, sondern wirklich sehr auf dem Boden geblieben ist. Und das mag ich und schätze ich sehr an ihm. Er fährt keinen Porsche, er fährt keinen Mercedes, das, was die ganzen anderen Spieler normalerweise im Profibereich tun. Nee, er fährt Fahrrad und das fahre ich auch. Tatsächlich. Aber die Wege sind auch wirklich kurz in Lotte. Noch 3 Stunden bis zum Anpfiff. Und geht ihr auch gleich mit allem Mann hoch? Oder seid ihr heute nicht dabei? Nein? Seid ihr nicht sonst auch mal mit Fanschale unterwegs? Ich war Dienstag wohl. Andrea Lienemann nimmt letzte Wetten gegen das heutige Spiel gegen Fortuna Köln entgegen. 2,20, danke dir. Wie hoch siegen Sie denn? 3-1. 3-1? Mhm. Habe ich auch getippt. Ein schweres Spiel heute. Warum? Weil Lotte, die waren am Dienstag stehen K.O. Die haben so gekämpft wie die Löwen. Das ist ein Traum, ist das, was hier in Lotte abgeht. Ja. Ist ja nicht so, dass sie erst dieses Spiel hatten. Das ist, geht ja schon seit einigen Jahren. So, und das ist absolut super, ist das. Auch die, muss man auch mal den Charakter von den Jungs mal sagen. Das sind alle nette, tolle Jungs. Die grüßen hier in Lotte jeden. Die haben für jeden offenes Ohr. Das ist einfach spitze, ist das. Das macht richtig Spaß, nicht nur hinzugehen, auch mit den Leuten mal zu unterhalten. Ja. Das ist super. So, wie kann ich euch helfen? Ich würde gerne einen Fax abschicken. Kann man das hier machen? Diese Kundin ist Exil-Lotteranerin. Ja, also ich finde es halt super cool, dass ich wohne jetzt in Osnabrück, bin da Studentin. Und jetzt, wenn ich sage, ich komme aus Lotte, kommt dann direkt, hey, die Fußballmannschaft, das ist doch super cool, die sind gerade super erfolgreich und holen wir vielleicht auch den DFB-Pokal. Das wäre mega cool. Wir fahren alle nach Berlin. Alles klar. Noch eine Stunde bis zum Spiel. Die Kölner Fanbusse haben das Autobahnkreuz Lotte gefunden. Bitte schön. Am Dienstag war Rudi Winkler noch ganz aus dem Häuschen. Bitte schön. Heute sitzt er drin und kassiert. Bitte schön. Das macht 17 Euro. Lob vom Gegner. Das gibt's nicht oft. Respekt, Wahnsinn. Aber das hat bestimmt viel, das hat wahrscheinlich richtig Power gekostet, ne? Schätze ich mal. Und ich hoffe, dass noch ein bisschen Körner für heute übrig ist. Ja, das hoffe ich eben nicht, ey. Aber so ein Aufsteiger jetzt Lotte momentan, das ist echt Wahnsinn. Also muss ich schon sagen, Respekt, ne? Aber ich finde das schön, dass ihr das so mit verfolgt. Aber seid mir nicht böse, ne? Ich möchte, dass die 3 Punkte hier bleiben und wir werden nur 1-0 gewinnen, aber das reicht. Na, wir brauchen aber die 3 Punkte ganz. Wir müssen nach dieser Scheiß-Serie jetzt wieder reinkommen. Das muss jetzt sein. Aber wie gesagt, ihr werdet nicht als Sieger vom Platz gehen. Ne? Okay. Da bin ich anderer Meinung. Wir beenden heute die Serie, die negative. Wenn man nach Hause kommt und dann noch erzählt, da waren 1, 2 Kölner oder 4, die haben uns in den höchsten Tönen gelobt. Ja, das geht runter wie Öl. Das muss man schon sagen. Ja. Hi. Das sind die ersten neuen Lotte-Fans jetzt. Hier. Oh! Jetzt komplett eingekleidet. Oh, heute das erste Mal dabei. Toll! Viel Spaß! Oh. Immer weiter. Der erste Vorsitzende auf dem Weg zu seinem Stammplatz. Herr Präsident! Na? Geht Ihnen? Gut! Das ist meine Tochter. Ja, hallo. Gut, gutes. 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 Sorry. Was hast du gesagt? Wie gewinnen wir heute? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Ich lege schon mal mein Kissen daher, dann wollte er sich mal mitschleppen. Andrea Lienemann ist mit Freunden und Familie zum Spiel verabredet, so wie immer. Was gehört jetzt dazu zum Vergnügen? Da gehört das erste Pilz, das ist so, auch wenn es früh am Tag ist, aber das gehört dazu. Und wir werden auch eine Pommes Mayo essen, weil unser Caterer da irgendwie auch unterstützt werden muss. Ja, und dann viel Spaß beim Spiel zu haben. So Jungs, stopp! Ganz vorne mit dabei die Hardcore-Fans und natürlich Haki. Steigt die Spannung? Ja, es ist wirklich immer wieder spannend, hier reinzugehen, ja. Wirklich jetzt. Und heute sind wir wie immer alle blau-weiß und geben wie immer volle Lotte! Benedikt Fernandes und seine Mannschaft in der Konzentrationsphase. Hält sie die Glückssträhne? Haben sie ihm einen Talisman gegeben? Nee, der Hund Lita, dem drücken oder knuddeln wir noch einmal und das ist dann so ein bisschen noch der Glücksbringer, aber ansonsten nein. Steht der Hund gleich auch am Spielfeldrand oder ist er zu Hause geblieben? Nein, der ist zu Hause bei meiner Oma und die gucken von zu Hause aus. Anfangs sieht es gut aus für Lotte. Doch dann, in der zweiten Halbzeit, 1:0, geht Fortuna Köln in Führung. 1 gegen uns. Aber noch passt mein Tipp, ne? 3:1, habe ich ja gesagt, ne? Ja. 52. Spielminute das Tor für die Fortuna Köln. Das 1:0 Hagi Hamidanolu. Benedikt Fernandes hat bei Haki die Nudeln gegessen und zu Hause den Hund geknuddelt. Das müsste reichen, wenigstens für einen Punkt. Aber die Minuten verrinnen. Oben im VIP-Raum geht's entspannter zu. Und auch Benedikts Freundin Lena kaut nicht gerade auf den Nägeln. Offenbar vertraut sie auf die Kraft der Rituale. Eine Viertelstunde haben die Sportfreunde noch Zeit, das Ruder rumzureißen. Ja, und wenn das so bleibt, wie kommt er dann nach Hause? Ist da viel Trösten angesagt? Nee, ich glaube, da ist der Sportsmann genug. Klar, erstmal ist die Laune nicht so gut, aber was soll man machen? Vor allem jetzt gerade, schade. Gute Aktion, aber leider nicht drin. Okay, mit einem Auge immer auf dem Spielfeld. Ja, doch, so ein bisschen schon. Haben wir eigentlich alle hier, ne? Die Minuten verrennen und es wird nicht besser für Lotte. Die Mannschaft kämpft und die Fans hoffen. Oh, nix, gar nichts. Kommt da nicht durch, ne? Hä? So unglaublich, oder? Ist noch alles drin. 1,5 Minuten haben wir noch. Das ist Nachspielzeit. Eben ein Ding. Und das kriegen die auch gleich noch. Das machen sie eigentlich immer so gut. Irgendwie in den letzten Sekunden noch. Hoffe ich. Das Spiel ist aus. Sind die Helden jetzt gefallen? Für mich sind das immer noch Helden. Ach, man kann nicht alle Spiele gewinnen. Funktioniert doch nicht. Nee, nee, ist alles gut. Wir sind auch nicht enttäuscht. Glaube ich nicht. Hätte schöner ausgehen können, aber ist alles gut. Ich finde, die haben schon so viele Sachen jetzt gut gemacht, dann dürfen sie auch mal was schlecht machen. Schlecht machen sogar oder verlieren. Nicht mal schlecht machen, sondern verlieren. Leckerer Rote, ist gut fürs Blut. Rudi Winkler hat den Trost schon in der Hand. Er weiß, wie es im ersten Vorsitzenden der Sportfreunde Lotte jetzt aussieht. Uli Saatkamp hat wie die anderen hier gehofft, dass die Euphorie aus dem Leverkusen-Spiel die müden Knochen doch noch zum Sieg trägt. War aber nicht so. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich denke, das Spiel am Dienstag gegen Leverkusen hat viel Kraft gekostet. Und man konnte das merken, dass einfach die Frische einfach fehlte. Aber wir gucken nach vorne und haben nächste Woche ein Spiel in Zwickau. Man muss da besser machen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Fahren Sie mit? Ja. Wird im Laufe der Woche entschieden jetzt. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn es die Zeit zulässt, fahre ich mit. Ja. Schade. Was für eine Woche für Haki. Waren Sie schon mal verliebt? Ja. Das ist aber nicht Mensch zu Mensch. Liebe geht heute auf morgen weg. Aber das ist ja was Besonderes. Ich bin ja, ob wir gewinnen oder verlieren, die Liebe bleibt für immer.